Eine Schwachstelle im Kurznachrichtendienst WhatsApp hat es Hackern ermöglicht, unbemerkt eine Spionagesoftware auf Smartphones zu installieren. Schon ein nicht angenommener Sprachanruf genügte, um das Handy mit der Spyware zu infizieren. Laut dem Facebook-Konzern sind nur einige ausgewählte Nutzer betroffen. Trotzdem wird allen geraten, das neueste WhatsApp-Update zu installieren, um die Sicherheitslücke zu schließen. Man weiß nicht genau, wen die Hacker ins Visier genommen haben, aber die Spyware wurde auf den Mobiltelefonen von Menschenrechtsanwälten und Journalisten gefunden. Da kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Das Problem ist, sobald es so eine Sicherheitslücke gibt, gerät das schnell außer Kontrolle und man kann nur schwer nachverfolgen, wer die Schwachstelle ausnutzt. Die Aktion flog auf, als ein Londoner Anwalt nach einem Videoanruf Verdacht schöpfte. Er soll an einer Klage gegen die israelische Spyware-Firma NSO beteiligt sein. Diese betont, ihre Spionagewerkzeuge würden nicht von ihr selbst, sondern nur von Geheimdiensten eingesetzt.